Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Im Wertzeit Live Talk möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, mehr über unser Unternehmen zu erfahren und gleichzeitig auch Persönlichkeiten und deren Rollen bei uns im Wertzeit näher vorstellen. Wir sind als Bundesrechenzentrum der marktführende IT-Service-Provider im Public Sector in Österreich, gleichzeitig auch eines der größten IT-Unternehmen dieses Landes. Wir sind der Technologiepartner der österreichischen Verwaltung bei der digitalen Transformation und unterstützen Unternehmen und Behörden dabei, Prozesse neu zu denken, diese zu optimieren und effizienter zu gestalten. Unsere bekanntesten Produkte und Services sind zum Beispiel Finanz Online, Österreich GVAT, das digitale Amt, ELGA, ELAG bis hin zur Schulbuchaktion, Zoll oder IAMS. Und das heutige Format entstand nicht zuletzt auch deshalb, weil wir angesichts der aktuellen Covid-19-Situation leider nicht dazu in der Lage waren, Ihnen bei diversesten Karrieremessen und Veranstaltungen von Angesicht zu Angesicht mehr über unser Haus erzählen zu können. Umso mehr freut es mich heute, meinen Kollegen Bernhard Illner zum Talk begrüßen zu dürfen, seines Zeichens Operations Manager. Servus Bernhard, schön, dass du dabei bist. Hallo Paul, danke. Fein, dass du dabei bist. Bevor wir losstarten, auch noch der Hinweis an das Publikum. Sie dürfen klarerweise Fragen im Chat stellen, die wir uns dann gerne im Nachgang näher ansehen und beantworten. Achten auch ein bisschen auf unseren Sicherheitsabstand. Der BWL-Elefant steht bereit, wird gehegt und gepflegt. Und dann hätte ich mal gesagt, kümmern wir das Rest, lieber Bernhard. Und fangen wir bei deinem Werdegang im BRZ an. Seit wann bist du denn Teil des Teams, wie hat sich das entwickelt bei dir? Also ich bin seit 2017 im BRZ, also ziemlich genau 3 Jahre jetzt. Das hat sich damals über den Kontakt eines Studienkollegen von mir ergeben. Es wurde damals für ein Projekt ein Java-Entwickler gesucht. Das war damals im SAP-Umfeld. Und im Laufe eines Dreivierteljahres habe ich dann meinen Uni-Abschluss noch fertig gemacht. Es ist im Prinzip alles gut ausgegangen, selbst obwohl die Stelle Vollzeit war. Okay, das heißt direkt von der Studienbank ins BZ. Gut, du bist, wie gesagt, mittlerweile bei uns im Haus Operations Manager. Reden wir ein bisschen über deine Tätigkeit. Was sind aktuell denn deine spannendsten Herausforderungen? Also eine spannende Herausforderung momentan ist eben die Betriebsübernahme eines Innovationsprojekts aus dem Engineering heraus. Dabei geht es im Prinzip um eine Softwarelösung von IBM, die bei uns im Haus angepasst wurde für unseren Anwendungsfall. Damit man sich was darunter vorstellen kann, es geht darum, dass ein Roboter eine Webanwendung bedient und dort Listen abarbeitet. Und da gilt es jetzt eben festzustellen, was für einen stabilen Betrieb zu tun ist, dass das dann im Endeffekt aus dem Pilotbetrieb des Engineerings heraus bei uns in den regulären Betrieb übergehen kann. Also deinen Kollegen im Engineering bei der Entwicklung, das genau. Soll dann stabil laufen und dafür ist unter anderem du zuständig. Wunderbar. Kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu technischen Skills, die bei der Rolle des Operations Manager wichtig sind. Was du denkst, du sollten aus deiner Sicht mitbringen? Also ich finde, ein technisches Grundwissen ist wichtig. Wie arbeiten Parteien- und Computersysteme zusammen, Datenbankverständnis, objektorientierte Programmiertechniken, Prozessverständnis. Was sicherlich von Vorteil ist, ist, wenn man schon IT-Kenntnisse hat. Das BZ ist ja IT-zertifiziert, also für alle, die es nicht kennen. ITIL ist so ein Rahmenwerk an Best Practices, wie ein IT-Unternehmen aufgebaut sein kann und funktionieren kann. Das hatte ich am Anfang noch nicht, habe das dann aber über eine Schulung nachgeholt und konnte dadurch dann auch besser verstehen, warum gewisse Prozesse im Haus ablaufen, wie sie ablaufen. Also die Möglichkeit, sich auch während des Jobs bei uns im Haus weiterzubilden, ist durchaus breit, kann man auch hervorheben. Kleine Zusatzfrage, vielleicht auch für Junior-Kandidaten interessant. Bernhard, kann aus deiner Sicht hohe Lernbereitschaft und Motivation fachliches Know-how zumindest anfangs ersetzen? Ja, ich denke schon. Also
ich finde, eine hohe Motivation und Lernbereitschaft ist immer wichtig. Und das war bei mir am Anfang auch so. Ich bin ja in den SAP-Bereich grundsätzlich eingestiegen, dass ich zuerst noch keine Berührungspunkte mit SAP-Systemen hatte. Das hat sich dann aber eigentlich relativ schnell gegeben und hat jetzt auch Kollegen gut vertreten dabei. Also das Feld ist so breit, dass man eben sich prinzipiell mal einarbeiten muss. Genau. Also Key Design-Arbeitung ist der Grundprinzip. Genau, aber die Basis sollte da sein. Wunderbar. Dann kommen wir noch auch zu deinem Aufgabenfeld. Wie kann man sich denn so einen normalen Arbeitsalltag bei Bernhard Ihnen als Operations Manager vorstellen? Was sind so die wichtigsten Aufgaben? Also derzeit ist es so, dass mein Arbeitstag mit einem täglichen Abstimmungsmeeting beginnt, eben aufgrund der aktuellen Situation, dass wir meistens im Teleworking unterwegs sind. Ist das jetzt notwendig? Vorher hatten wir so einen Abstimmungstermin ca. 1 bis 2 Mal in der Woche durch die räumliche Nähe im Haus. Hat sich das dann meistens besser ergeben. Das ist aber im Prinzip alles kein Problem gewesen. Sonst schaut es so aus, dass wir für Deployments zuständig sind, Upgrades, Change Management. Wenn es zu Problemen oder Fehlern kommt, dann noch eine gewisse Ticketbearbeitung, Fehleranalysen, genau, Schnittstellen erweitern und anpassen etc. Das heißt, ihr stimmt euch in eurem Team ab, hast du angesprochen? Genau, also das Team in diesem Meeting ist im Prinzip unser Produktteam. Da ist dabei unser Produktmanager, da sind dabei ich und noch 2 weitere Kollegen aus dem Operations und eben 2 Kollegen aus dem Engineering. Das ist ein kleines Gruppchen und da stimmen wir uns dann eben gegenseitig ab, was zu tun ist, wenn es Probleme gibt, wie man sich gegenseitig helfen kann. Das heißt, bezogen auf dieses Service, das virtuelle Team, sich gemeinsam das Service kümmern. Wunderbar. Okay, du bist ja schon ein paar Jahre dabei. An welchem Projekt hast du denn in deiner Rolle bis dato am liebsten gearbeitet? Was waren zum Beispiel vielleicht auch so Applikationen, die Frau und Herrn Österreicher das Leben ein bisschen einfacher machen oder gemacht haben? Das war im Prinzip das Projekt, mit dem ich ins BZ gekommen bin. Wie schon angesprochen, das war damals in der entwickelten Rolle. Das war damals das Serviceportal Bund, also das ist im Prinzip ein Employee-Self-Service für alle Bundesbediensteten in Österreich, also Lehrer, Polizisten, BMF-Mitarbeiter zum Beispiel, wo man dann eben in seine Agenten einsteigen kann, eben Urlaubsanträge genehmigen kann, Gehaltszettel anschauen kann und auch Einstiegspunkte in diverse andere Systeme, die noch im Hintergrund laufen, die man eben so im täglichen Geschäft verwenden muss. Also ein sehr weitläufiges System, betrifft ziemlich viele Leute im Land, beziehungsweise viele Bundesbedienstete. Du bist ja damals in Java, als Java-Entwickler dazu eingestiegen und dann hat sich das eben so ergeben. Genau, durch den Projektablauf hat sich das dann so ergeben, dass ich immer mehr dann eben die operativen Tätigkeiten für dieses Service übernommen habe. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann eben das Operations Management für eine Komponente in der Serviceportalbund übernehme. Okay, gut, dann wäre ich auch noch ein bisschen neugierig über dein Team und deine Kollegen. Was macht denn dein Team besonders? Also so, wir sind ein relativ großes Team, sage ich mal. Wir sind ca. 25 Leute, sind ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Also wir haben auch die Altersspanne ist relativ groß. Wir haben eben vom Kollegen, von einem Lehrling, der jetzt gerade seine Matura gemacht hat, bis zum Kollegen, der seit über 30 Jahren im BZ ist, so ziemlich alles dabei. Man kann von jedem was lernen, von jedem sich was begeistern lassen und dementsprechend ist auch die Stimmung sehr gut im Team. Also kann man vorstellen, sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven. Ja. Das macht es dann irgendwie auch aus, dass wenn man Probleme hat, dass dann jeder irgendwie so ein bisschen seinen Input liefern kann und dann gut weiterkommt im Prinzip. Okay, wunderbar. Ja, Stichwort soziale Kompetenz, Soft Skills. Welche 3 sozialen Kompetenzen sollte man denn aus deiner Sicht für diese Rolle unbedingt mitbringen und warum? Also ich finde Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Verlässlichkeit ist sehr wichtig, weil man oft vor der Situation steht, dass man Informationen von Kollegen braucht oder nicht genau weiß, von wem man die Informationen dann bekommt. Und da ist es eben wichtig, sich im Haus ein Netzwerk aufzubauen, auf das man sich dann verlassen kann und dass einem bei Problemen helfen kann. Okay, also dieses vernetzte Arbeiten bei uns im Haus ganz ein wichtiger Punkt, wo eins ins andere greift. Genau. Gut,
Dann zum nächsten Stichwort, natürlich im Moment in aller Munde, wie gesagt, wir haben unseren Babyelefanten der Covid-19-Krise. Bernhard, wie funktioniert denn aktuell die Zusammenarbeit bei euch im Team und deinen Kolleginnen und Kollegen? Also wie schon angesprochen, bin meistens meistens im Teleworking unterwegs. Dadurch, dass das auch vorher schon möglich war, habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt zu vorher. Also die Zusammenarbeit funktioniert bestens. Wir haben die angesprochenen Daily Huddle, Daily Scrum, wie man es bezeichnen möchte. Also funktioniert. Okay. Wunderbar. Gut, das heißt, ihr seid da gut abgestimmt und der Übergang hat auch. Also war ja im Prinzip ein nahtloser Übergang vom Büro nach zu Hause und eigentlich auch keine Unterbrechung dabei. Okay. Was würdest du denn sagen, unterscheidet aus deiner Sicht das Arbeiten im BRZ zu möglicherweise anderen Orten, Unternehmen? Okay. Dadurch, dass ich jetzt direkt von der Uni ins BRZ eingestiegen bin und vorher nicht in der Branche tätig war, kann ich das BRZ jetzt nicht hundertprozentig mit anderen IT-Unternehmen vergleichen, aber ich schätze das aus meiner Sicht gelebte Miteinander sehr und auch die Work-Life. Wenn wir jetzt an neue potenzielle Mitarbeiter denken, Bewerber denken, was ist denn aus deiner Sicht da wichtig, was erwartest du davon? Eben schon die angesprochene Motivation und Lernbereitschaft, eben neue Dinge kennenzulernen. Es entwickelt sich in einem Umfeld sehr viel, sehr dynamisch und da ist es halt wichtig, immer neugierig zu bleiben und auch mit dieser digitalen Transformation auch mitzukommen. Gut, und dann vielleicht noch als Frage, wenn man dann zu einem Gespräch geladen ist bei uns, Frage an dich, du hast das auch schon hinter dir, was ist denn aus deiner Sicht so das beste Outfit für ein Gespräch im BRZ? Also es kommt wahrscheinlich auf die Position an, aber grundsätzlich hätte ich gesagt, ist ein Anzug jetzt nicht zwingend notwendig, ich finde, eine nette Hose hängt, Sakko oder Bluse, Blazer, ist voll okay. Okay, wunderbar, fein. Ich schaue gerade, ob wir noch Fragen aus dem Publikum haben. Vielleicht noch ein paar andere Dinge, die auch interessant sein könnten, die wir noch nicht jetzt besprochen haben, die aber immer wieder auch bei Karrieremessen gefragt werden. Stichwort zum Beispiel Apps. Wird das im BRZ auch gemacht? Ja, also, wie gesagt, wir haben eine sehr breite Palette. Mhm. Aber du hast es, glaube ich, im Intro eh schon angesprochen. Eben das digitale Amt gibt es ja auch als Handy-App. Da wird laufend was weiterentwickelt und auch im SAP-Umfeld sind wir auch dabei, Sachen auf eine mobile Plattform zu bringen. Jetzt habe ich immer wieder Anfragen von Kunden, ja, wir hätten das gerne mobil, wir hätten das gerne mobil. Okay. Da gibt es viel in die Richtung zu tun. Dann sehe ich hier eine Frage noch zur Frauenquote im BRZ. Das kann ich gleich einmal beantworten. Da liegen wir im Vergleich, beziehungsweise als reines IT-Unternehmen recht überproportional, nämlich bei 25% circa. Das bezieht sich aber sowohl auf die Mitarbeiterinnen als auch auf Führungskräfte, also rund ein Viertel weibliche Mitarbeiterinnen, weibliche Kolleginnen. Und, kann ich aus meinem Team auch so bestätigen? Ja, deine Teamleiterin zum Beispiel ja auch. Und, wunderbar. Gut. Dann greife ich vielleicht auch noch einen Punkt auf, den ich immer wieder höre, auch bei diversesten Karriereveranstaltungen messen, ob wir denn Beamte sind im Bundesrechenzentrum. Nein, das nicht, wir sind Angestellte, wie auch in der Privatwirtschaft. Fein. Dann bleibt uns noch zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Einschalten. Auch dir, Bernhard, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für diesen Talk genommen hast. Mein Hinweis noch für alle weiteren Informationen, besuchen Sie doch unsere Website bbrz.gv.at und alle aktuellen Jobs bei uns und unserem Karriereportal bbrz-jobs.at. Und wenn Sie Interesse haben, auch weiterhin mehr über unser Haus zu erfahren, schalten Sie doch heute in einer Woche wieder am Dienstag um 15 Uhr ein, wenn es wieder heißt, derzeit Live-Talk. Herzlichen Dank und machen Sie es gut.